Und das nächste ist, außerhalb Europas und den USA wächst das Christentum sehr stark und aggressiv. Das ist einfach schon ein demografisches Phänomen, weil dort die meisten Christen sehr viel mehr Kinder haben als bei uns. Aber es sind Christentümer, mit denen viele von uns erhebliche Schwierigkeiten haben. Das Wichtigste dieser neuen Christentümer sind die sogenannten Pentecostals, die Pfingstkirchen. Das ist eine Bewegung von einer Expansionsdynamik, wie wir sie aus der neueren Christentumsgeschichte überhaupt nicht kennen. Wir haben so etwas in der neueren Christentumsgeschichte noch nicht erlebt. Die Pentecostals sind entstanden im methodistischen Milieu in Los Angeles im frühen 20. Jahrhundert. Die Ursprungskonstellation aufzuklären ist nicht ganz leicht, aber wir kennen die Akteure. Das ist einerseits ein junger, schwarzer, sehr gut aussehender, charismatischer Prediger, der sich darüber geärgert hatte, dass es im Bereich der methodistischen Religionskultur eine klare Rassentrennung zwischen Gottesdiensten für Schwarzen und Gottesdiensten für Weiße gab. Darunter hat er gelitten. Wir wissen weiterhin, dass er erhebliche psychische Probleme hatte, die auch damit zusammenhingen, dass er sich lange Zeit schwer getan hat, seine Homosexualität zu akzeptieren. Wir wissen weiterhin, dass er angefangen hat, ganz neue Formen von Gottesdienst zu organisieren, in denen das Thema Körper eine ganz, ganz wichtige Rolle spielte, in denen getanzt wurde, in denen man ekstatische Erfahrungen machen konnte, in denen Menschen sich plötzlich als von dem wirksamen Heiligen Geist ergriffen fühlten. Aus dieser um 1906 in eher einem Außenseitermilieu in Los Angeles entstandenen kleinen religiösen Netzwerk ist die mächtigste religiöse Reform-Erweckungs-Erneuerungsbewegung des 20. Jahrhunderts geworden. Warum? Heute gibt es 325 Millionen Pentecostals weltweit und weitere 200 Millionen charismatische Christen in anderen christlichen Kirchen, also innerhalb der römisch-katholischen Kirche und so weiter. Warum sich diese Pentecostals so schnell durchgesetzt haben? Darüber denken Menschen wie ich, also akademische Religionsdeuter, noch nach. Darüber streiten wir auch ein wenig. Aber eins ist ganz klar. Die rollen mit einer ungeheuren Aggressivität überkommene Religionsmärkte auf. Ich nenne Ihnen das dafür wichtigste Beispiel. Das sind bestimmte lateinamerikanische Gesellschaften. Ich nenne ein erstes Stichwort: Brasilien. Und ich vermute, dass die meisten von Ihnen jetzt eine spontane Assoziation haben. Katholisch, Karneval, ein bisschen Candomblé, also alte afrikanische Kulte, die sich mit dem Karneval verbinden, mit dem Katholizismus verbinden und so weiter. Das ist das eine Bild. Das ist das traditionelle Bild, in das Sie ganz wichtige Entwicklungen gar nicht mehr einzeichnen können. 20% der brasilianischen Katholiken haben in den letzten 30 Jahren die römisch-katholische Kirche verlassen und sind in protestantische Pfingstkirchen gegangen. Und sie haben in anderen lateinamerikanischen Gesellschaften, klassisch in Guatemala, diese Prozesse noch sehr viel stärker. In Guatemala wird der Katholizismus, wenn es denn so weitergeht, zu einer Minderheitenreligion werden. Das ist etwas Überraschendes, dass dort die alten Volkskatholizismen so schnell erodieren
und Menschen in neue protestantische Pfingstkirchen übergehen. Wir erleben das in anderer Weise, diese Durchsetzung der Pfingstkirchen auch in bestimmten asiatischen Gesellschaften, im Moment besonders intensiv im Süden Chinas. Wir erleben es aber auch in Afrika. Aber ich komme zu Lateinamerika zurück. Wie erklärt man diese erstaunliche Faszinationskraft? Wie erklärt es sich, dass aus einer Bewegung, religiösen Bewegung, die da in einer Subkultur in Los Angeles zu Beginn des 20. Jahrhunderts entsteht, 100 Jahre später eine weltweit missionarisch ungeheuer aktive christliche Erneuerungsbewegung geworden ist? Eine Erneuerungsbewegung, die eine eigene neue Sozialgestalt des Christentums hervorgebracht hat. Das kann man nicht allein religionsintern erklären, sondern das kann man nur so erklären, dass man komplexe Wechselwirkungen mit anderen sozial prägenden Faktoren in den Blick nimmt. Für die Pentecostals, habe ich gesagt, ist die starke Betonung des Körpers wichtig. Gottesdienste von Pfingstlern erinnern bisweilen an eine Diskothek. Da wird getanzt, da wird geschrien, da wird laut Musik gemacht, da wird demonstrativ der eigene Körper inszeniert. Da gibt es Leute, die Zungen reden, die in Trance geraten, die auf den Boden sinken, die sich vom Geist ergriffen fühlen. Zugleich, in dieser starken Körperbetonung, bietet der Pfingstglaube aber auch ein hartes Askeseprogramm. Die Pfingstchristen folgen einem sehr protestantisch-asketischen Lebensmuster. Wenig Alkohol, keine außerehelichen Sexualbeziehungen, rigide Arbeitsdisziplin, klarer Versuch, ein ordentliches Leben zu führen. Im Unterschied zu den traditionellen lateinischen Volkskatholizismen, die wenig moralische Bindungskraft entfalten konnten, setzen diese Pfingstchristen auf hohe moralische Selbstdisziplinierung. Und das macht sie in the long run auf lange Sicht so attraktiv. Denn wer asketisch lebt, hat auf der Basis eines vergleichsweise geringen Einkommens jedenfalls sehr viel mehr Geld als derjenige, der sein Geld für Drogen, Alkohol, außereheliche Sexualbeziehungen, Prostituierte und so weiter ausgibt. Das klingt jetzt so moralisierend trivial, was ich sage, aber es ist ein ganz entscheidender Deutungsschlüssel. Die Pfingstchristentümer in Lateinamerika sind so attraktiv, weil sie Prozesse der Mittelschichtsbildung vorantreiben, weil sie Menschen dazu verhelfen, aus der Armutsfalle herauszukommen. In der englischsprachigen Diskussion um diese Phänomene hat sich dafür ein bestimmter Name eingebürgert. Die neuen Pfingstchristentümer sind sogenannte Health and Wealth Christianities. Sie setzen auf gesunden Lebensstil und sie setzen darauf, dass das Geldmachen, das Wohlstand erwerben, das Reichtum erwerben etwas christlich und moralisch Legitimes ist. Und sie sagen, wenn du ökonomische Erfolge in diesem Leben hast, dann ist dies ein Zeichen deines Angenommenseins bei Gott. Dann ist dies ein Ausdruck dafür, dass Gott dir gnädig ist. Und insofern ergeben sich über diese religiöse Prämierung von Health and Wealth interessante sozialstrukturelle Folgewirkungen. David Martin, der führende britische Religionssoziologe neben Grace Davey, ein Schüler und Freund des eingangs erwähnten Peter Erberger, David Martin hat ein berühmtes Buch geschrieben, Tongues of Fire, The Explosion of Protestantism in Latin America, mit Feuerzungen, die explosive Durchsetzung des Protestantismus in Lateinamerika. Zunächst
ein Datum. Die Pfingstkirchen schreiben in vielen lateinamerikanischen Gesellschaften noch immer Zuwachsraten von 15%. Wenn Sie mir irgendeinen Akteur, auf welchem Markt auch immer, zeigen können, der es über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg schafft, jedes Jahr 15% Marktanteile hinzuzuerobern, dann müssen Sie lange suchen. Das ist eine religionsökonomische Erfolgsgeschichte ungeheuren Ausmaßes. Nun kann man das nicht einfach fortschreiben. Man kann nicht sagen, die werden auch im nächsten Jahr noch 15% wachsen. Aber wenn man einmal unterstellt, es gelänge ihnen, ihre Zuwachsraten fortzuschreiben, dann kommen wir zu überraschenden Szenarien. Dann können wir uns nämlich vorstellen, dass noch im 21. Jahrhundert Brasilien eine dominant protestantische Gesellschaft sein wird. Das ist etwas, was sozusagen im Moment außerhalb unserer Reichweite liegt, aber statistisch, mathematisch, ökonomisch gesehen ist das inzwischen eine mögliche Entwicklung. Warum? In das pfingstlerische Health and Wealth Christentum ist ein sich selbst verstärkender Expansionsfaktor eingebaut. Und den möchte ich Ihnen gerne erklären. Wir wissen aufgrund der religionssoziologischen Untersuchung von David Martin, dass es in Brasilien vor allen Dingen die Frauen waren, die römisch-katholische Kirche verlassen haben und zu Pfingstkirchen konvertiert sind. Hauptsächlich sehr arme Frauen. Frauen, die darunter gelitten haben, dass ihre Männer im Sinne der etablierten Machismo-Kultur sehr viel Geld außerhalb der Familie ausgegeben haben. Und wenn sie wenig Geld haben, wenn sie sozusagen in der Armutssituation einer Drittweltgesellschaft oder eines Schwellenlandes sind, dann finden sie es nicht so toll, wenn der Familienvater 60% oder 70% seines Einkommens für Verlustigungen auf der Straße, in der Bar und so weiter ausgibt. Dann ist nämlich wenig Geld für die Frau und für die Kinder da. Erstes Erfolgsmoment der Pfingstbewegung. Die Pfingstchristen sind eine Männerdisziplinierungsreligion. Die Frau konvertiert und sie nimmt ihre Kinder mit. Und dann stellen sie den Vater vor eine Alternative. Entweder du änderst deinen Lebensstil oder wir trennen uns von dir. Sie kann sich jetzt von ihm trennen, weil sie in dieser kleinen Pfingstgemeinde ein Netzwerk der Unterstützung gefunden hat, das sagt, selbst wenn er nicht mehr wiederkommt, wir helfen dir, du bist nicht alleine. Wir können für dich mehr tun und deine Kinder als dein Mann, der immer nur trinkt und zu seiner Freundin geht. Insofern harte Repression. Unterstellen wir, der Mann kommt. Dann kommt der Mann in ein kleines religiöses Netzwerk, in dem extrem hoher sozialmoralischer Druck auf ihn ausgeübt wird. Ein sozialmoralischer Druck, der mit der Botschaft sich verbindet. Nicht die Straße, sondern Arbeit und Familie ist das Wichtige. Ein sozialmoralischer Druck, der sagt, bitte nicht mehr trinken, bitte keine Drogen, bitte keine Freundin, bitte keinen jungen Liebhaber und weiß ich was alles, sondern konzentriere dich auf deine Arbeit und deine Familie. Und das wird nicht nur gefordert, sondern es wird durch das dichte Netzwerk in diesen kleinen religiösen Gemeinschaften auch effektiv kontrolliert. Sagen wir, dass der Vater, der Familienvater bereit ist, sich auf all dies einzulassen und eine Art neues Leben in einer solchen Gemeinschaft zu führen. Es eröffnen sich ihm dort Chancen, die er in der alten Welt nicht hatten. Die wichtigste Chance ist, er trifft in dieser kleinen Lebenswelt Leute, andere Männer, die ihm einen Job besorgen können. Da gibt es nämlich in seiner Gemeinde jemanden, der also sagt, bei mir in der Firma ist ein Arbeitsplatz frei.
ich bin der Vorarbeiter, hast du nicht Lust, diesen Platz anzunehmen? Und dieser Vorarbeiter kann ihm nun plötzlich eine Arbeitsstelle versichern, kann seinerseits in dem Unternehmen sagen, ich habe da jemanden, der zuverlässig ist und so weiter. Das ist mit Health and Wealth Christianity gemeint. Der Aufbau von Netzwerken, in der nicht nur Religion neu definiert wird, sondern in der auch neue Formen der Sozialität entworfen wird, in der so etwas wie auf schmaler Basis Mittelstandsbildung und Wohlstandsbildung passiert, wenn dieser Mann dann diese neue Stelle hat und ein regelmäßiges Einkommen hat, dann gibt es plötzlich Geld für die Erziehung der Kinder, dann hat man plötzlich einen Mehrwert, den man in die Erziehung, Bildung der eigenen Kinder investieren kann und so weiter. Das sind sich verstärkende Prozesse, die ein Stück weit diesen Erfolg der Pfingstler erklären. Die Leute sehen einfach, dass da was anderes geworden ist, dass sich was geändert hat, dass dieser Glaube nicht wirkungslos ist, sondern dieser Glaube etwas bewirkt. Wir könnten jetzt über andere religiöse Wandlungsprozesse, etwa in der islamischen Welt, sprechen. Entscheidend ist mir, religiöser Wandel erklärt sich nicht allein aus sich selbst, sondern die religiösen Wandlungsprozesse, die wir in der Gegenwart erleben, und es sind dramatische religiöse Wandlungsprozesse, haben sehr viel zu tun mit der Modellierung von Sozialverhältnissen, mit sozialen Chancen, mit den Strukturen der Gesellschaft. Insgesamt gilt in diesen Prozessen die Vorstellung, da gibt es alte Religion und eine moderne Gesellschaft. Diese Vorstellung ist falsch. Religion ist etwas sehr Lebendiges. Religion ist etwas, das sich entwickelt, das sich intern modernisiert. Und viele dieser religiösen Wandlungsprozesse, mit denen wir zu tun haben, sind interne Modernisierungsprozesse im religiösen Feld. Leider auch die Formen gewalttätiger Religion, mit denen wir etwa von Seiten islamistischer Terroristen konfrontiert sind. Denn auch hier erleben wir, dass nicht alte religiöse Autoritäten gar keine Bindungskraft mehr entfalten, sondern dass junge Akteure sich in ihren eigenen Netzwerken alte religiöse Symbole nach eigenem Gusto, eigener Vorstellung aneignen, sie neu deuten und dann für aggressive Kampfbotschaften verwenden. Auch das, und damit komme ich an den Anfang unserer Überlegungen zurück, auch das lässt sich, so irritierend es klingt, mit Mitteln der Religionsökonomie erläutern. Auf pluralen Religionsmärkten, habe ich gesagt, muss jeder Anbieter seine Corporate Identity sichtbar machen, seine spezifische Identität. Viele Religionswissenschaftler sagen, das ist ein Zeichen dafür, oder dies erklärt auch religiösen Terrorismus. Gewalttätige Religion, ein Religionsphänomen der Moderne, ist eine Kommunikationsstrategie, nämlich der Versuch, selbst seinen Gegnern noch zu zeigen, hier bin ich, das will ich, das tue ich. Es ist eine Kommunikationsstrategie, mit der man jedenfalls hohe mediale Aufmerksamkeitsrenditen weltweit erzielen kann. Religion lebt und sie wird sich weiter wandeln. Aber aus einem ganz simplen Grunde wird sie sehr schnell weiter wachsen. Die religiös gebundenen Gruppen unter der Weltbevölkerung, der religiös gebundene Teil der Weltbevölkerung wächst sehr viel schneller als die anderen Gruppen. Und insofern wird Religion auch in der Zukunft ein ganz bestimmendes Thema aller menschlichen Gesellschaften bleiben.